Du kannst mir den nicht einfach zeigen und mir verbieten, mich damit vollzustopfen. Komm schon. Emma, bitte reich mir die Flinte. Ich erschieße ihn jetzt. So, weiter geht's. Wir haben hier alle Hinweise übrigens entdeckt, die es gibt, und vorhin auch alles gefunden. Hallo? Tür? Tür! Hallo? Ah. Ja, Meister, gib mal die Schlüssel. Meister, damit du lass rüber. Kannst in wachsen. Privatbereich? Natürlich. Was sonst? Soll ich das lieber dir überlassen? Ja, ich meine, du kannst auch gern aufmachen. Ne? Was soll schon passieren? Bist du kein bisschen neugierig? Ich fasse auch nichts an. Gut. Aber wehe, wenn nicht. Was passiert dann? Ich verspreche nichts, aber... Wow! Epic. Andi. Hell yeah. Andi Latte? Was? Oh. Was? Was heißt da? Was? Was? Was heißt denn Andi Latte? Sagen wir das? Sagt ihr das in Deutschland so? Ist das irgendwie... Habe ich noch nie gehört. Was? Achso. Okay, da ist irgendwas. Und hier drüben ist ein hübsches Badezimmer. Wow, mit... Von den Sachen sind ganz schön heftig. Ja, geh da lieber nicht dran. Ich gehe nicht dran. Ich gucke ja nur... Kannst du es nochmal anschauen und dann kann ich mir durchlesen, was das ist. Nö. Die Zahnpasta ist unglaublich spannend übrigens. Der Hai. Für gute Zähne, Mann. Was steht da? Ne, ich kann es nicht lesen. Ah, Paracetamol vielleicht? Ketamol? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall sind die Sachen sehr heftig. Könnten sehr heftig sein. Eventuell vielleicht, keine Ahnung. Er sagt, also wenn Dylan das sagt, dann wird es schon stimmen. Hier drüben irgendwas. Wow, okay. Ah ja, das ist der Ausgang. Da sind wir hergekommen. Ach so, ich dachte, dass da links ist das, wo wir reingekommen sind. Aber die Kamera ist sehr interessante Entscheidung, dass wir so reingehen und... Okay, ja, sehr spannend. The Last of Us Part 2. Ein grauenhaftes Spiel. Ja, es war, mir hat's nicht gefallen. Ich fand, die Story war nicht gut. Die Reihenfolge war nicht in Ordnung, fand ich. Also, ich fand gut, was passiert ist mit dem einen Charakter. Freshe Sachen, ich weiß, was er mag. Aber es war einfach zu früh und es war nicht gut erzählt, wie sie... Weil die Idee war gut und sowas, aber... Hey, vielleicht sollten wir... Deswegen bin ich so, ne. Schade eigentlich. Ryan. Der macht genauso wenig sauber wie ich. Ryan! Oh, was ist das? Fernsehen. Monitore, das ist das Monitore, meine ich. Hat Mr. H uns überwacht? Nein. Oh Gott, dann heißt das, er hat genau gesehen wie ich. Oh mein Gott! Das sind Waldwege im Bereich des Camps. Sicher. Die meisten Kameras sind vom Camp weggerichtet. Er spioniert nicht die Kids aus, sondern beobachtet Sachen im Wald. Das sind einfach normale Wildkameras. Was normale Wildkameras? Die stellt man auf, um weirden Kram zu filmen. Okay, ja, und was? Wie Bigfoot und so, na, solche Sachen halt. Oder Eichhörnchen, die miteinander rumbumsen oder sowas. Er hat also Bigfoot gesucht. Vielleicht mag er ja den Podcast. Ich wusste gar nicht, dass Mr. H auf solche Sachen steht. Shit, vielleicht mag er den Podcast, den du gerade hörst. Jeder braucht ein Hobby. Und was für ein Hobby? Ja, ich meine... man hier sonst anstellen? Ja, es ist draußen in der Wildnis ziemlich langweilig, also... sonst keiner hier ist. Ja. Okay, nur... I guess so. Macht man sich dann die Mühe, den Raum... in einem Kleiderschrank zu verstecken. Der vielleicht war das... ist. Also, vielleicht fühlt es sich cool, um ehrlich zu sein, wenn ich sowas hätte und du dann mich verdächtigst, dass ich irgendwie komischen Scheiß anstelle, dann wäre ich so, nein, ich bin einfach nur merkwürdig, weil ich find's einfach cool, wenn du durch den Schrank gehst, wie durch nach Narnia. Und wenn's dich wirklich interessiert, dann frag ihn halt. Ich bin sicher, das wird ein spannendes Gespräch, ha? Frag ihn. Okay, ja, mach ich vielleicht. Maybe I will. Mir reicht's mit diesem Versteck. Viel Spaß. Hey, aber du gibst zu, dass es ein Versteck ist. Na, schau es dir an.
Sieh es dir an, Mann! Ach, schau mal, der hat auch ein Mikro da. Wieso hat er da ein Mikro? Wofür? Wenn es nur Kameras zum... Voll spannend, ja. Wozu ist das Mikro da? Das ist ja ein Durchsagemikro, oder? Ich meine, jedes Mikro ist ein Durchs... Was? Oh Gott. Haben die gerade die Kamera zerstört? Wird schon nicht sein. Ach, na ja. Wird schon nicht sein. That's how we all die. Und so sterben alle Menschen. Wird schon nicht sein. Woodswalk, bla bla bla, Big Canon. Yo. Sehr cool, können wir das... Okay. Check. Faculty, back left camera. Faulting, back left camera, okay. Reposition front, night camera. Gott, das bewegt sich so scheiße. Trim back. Kann er nicht lesen. Ich dachte gerade, da steht Carl statt Cabins. Ich war so, Carl! Carl ist da! Weil der Pfeil da drunter ist. Clean all the lodge came in lesser? I don't know. I fucking know. Scrapped camera front. Blah, blah, blah. Replace entrance. Replace scrapyard camera front entrance. Okay. Alles klar. Na gut, auf jeden Fall sehr viele Notizen zu Kamera, please. Bewege dich mit L. Ich find's schön, dass sie mir immer sagen L. Text einblenden. Max Brinley, Hackett's Quarry, Northkill, Laura Kearney, tja, da sind wohl ein paar Briefe abgezweigt worden, damit niemand mitbekommt, dass, naja, die zwei irgendwie verschwunden sind. Die Frage ist nur, was hat der Chris Hackett mit der ganzen Sache zu tun? Ich meine, ich weiß es, aber wisst ihr es auch? Hallo, ich steige mal hier raus wieder. So. Kann ich mit dir reden? Nein, aber ich kann die Handys anschauen und ansonsten ist hier eh nichts weiter. Also. Nice. Vollgeladen. 28. Was? Vollgeladen? Weiter erkunden, zur Party gehen, ja. Hey, das fertig. Geht. Okay, cool. Gehen wir. Inwiefern ist das vollgeladen? Wenn mein Handy 28% hat, dann hält das. Danke. Nicht sehr lange. Ich muss auf dunkelste Stufe schalten. Die Helligkeit aufs niedrigste stellen. Wenn das Ding lange durchhalten soll. Mit Mr. H's Kettensäge wäre es einfacher. Den Wald zu durchkämmen? Ach so. Holz zu sammeln. Ich denke mir schon, was hat der jetzt vor? Ja, fuck them kids. In deinem Markus sind sie immer still und hören zu. Nein, Kinder sind toll. Wenn es deine eigenen sind. Nur im Vorbeigehen. Andere Kinder sind so... Die Kunsthütte liegt doch ganz weit außerhalb. Oh ja, nun, ich kenne Abkürzung, die dran vorbeiführt. Natürlich, ja. Gott, ihr seid beide merkwürdig. Welchen Weg nehmen wir? Du darfst entscheiden. So, jetzt ist es nämlich so, je nachdem, welchen Weg du wählst, findest du entweder Hinweise... Oder eine Tarotkarte. Und du kannst halt, also für ein Achievement musst du halt dich entscheiden, was du nimmst. Also ob du in dem einen Durchlauf, den du spielst, alle Hinweise sammelst oder alle Beweise oder alle Tarotkarten. Aber du musst auf jeden Fall in einem Durchlauf alle Sachen von einem sammeln. Das heißt, du musst alle Tarotkarten in einem Durchlauf sammeln oder alle Hinweise und Beweise oder was auch immer. Also musst du dich dafür entscheiden. Und wir gehen zur Schattenlichtung. Wir konzentrieren uns in diesem Durchlauf auf alle Hinweise und Beweise. Ich weiß nicht, ob wir alle Beweise auch finden können, aber Hinweise auf jeden Fall. Good job, dude. Oh, oh mein Gott, alles okay? Die Tarotkarte wäre eben auf dem anderen Weg zu finden. Komm, ich helfe dir. Und hier kommst halt, naja, nicht mehr hin. Nach dem Kapitel.
dass du es da finden könntest. Oh, I'm the boy! So, jetzt muss ich nur überlegen, wo ich den Scheiß finde. Die Musik ist hübsch. Sie gehen da den Weg entlang. Hier gibt es nämlich zwei Sachen. Hoffentlich finden wir auch alles. Es sind zwei, ja. Das eine ist irgendeine Kiste. Und es ist angeblich so, ja, du findest die Kiste mitten im Wald. Und dann irgendwo zur linken Seite Avos. Wo ist die Kiste? Vielleicht findest du es... Ach, scheiße. Also, es gibt einen Witz über... Ich hoffe, dass wir nicht dran vorbeilaufen. Aber blöd. Oder so. Ach ja? Ja. Willst du den hören? Kommt Hitler drin vor? Okay. Er ist auch ein Künstler gewesen. Also gut. Warum hatte der schnellste Maler der Welt nie eine Freundin? Weiß nicht. Er wurde zu schnell fertig. Schwung so schnell zu Ende. Okay. Voll dumm. Sorry. Jacob hat ihn erzählt. Geht es da nicht um Golfer? Wegen dem Schwung und so? Er hat's geändert zu Malern, weil sie eine Malerin Keine ist. Ahnung. Oh Gott, ist das süß. Scheiße. Jacob hat ihn sicher von seinen Campern. Das kann durchaus sein. Die Kids denken so schmutzig. Oh, als ob ihr nicht so denken würdet. Ein Vogel. Nur ein Vogel. Tut mir echt leid, ich bin nur ein wenig... Ich bin nur ein wenig nervös. Tatsächlich. Beruhigend, mach dir keinen Kopf. Wieso? 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 Ist vielleicht Einbildung, aber... Seit die Camper weg sind, habe ich das vage Gefühl, dass jemand anderes da draußen ist. Uns beobachtet. Ich meine, rein theoretisch ist immer jemand da draußen. Wer macht Camper hier? Bei mir sind auch irgendwelche Leute da draußen, die ich nicht sehen kann. Bei euch auch. Nacken stellen sich auf, weißt du? Ja. Mhm. Nun, wahrscheinlich Einbildung. Mhm. Gut. Hast recht. Ja, lass mich die Hinweise finden, bitte. Ich muss die noch suchen. Wow. Ah, da ist sie. Da ist die Kiste. Ich hab die Kiste. Verdammt, ja. X. Hinweis entdeckt. Ranger Box. Eine unverschlossene Kiste im Wald. Darin befinden sich Kleidung zum Wechseln, Wasser und Proviant. Vielleicht für Ranger? Gibt es in diesen Wäldern überhaupt Ranger? Gute Frage. Nächste Frage. Sieht aus wie eine Ranger Box. Oh. Oh. Vorratskiste für Ranger oder so, wenn sie draußen im Wald sind. Dass sie nicht verschlossen sind oder sowas, weißt du, können Tiere das nicht irgendwie aufmachen oder umkippen und dann fliegt alles raus. Also ich glaube, ich würde es mit einem Schloss verschließen oder sowas, nur zur Sicherheit, nur für die Sicherheit der Tiere, weißt, meine ich. Aber ich habe auch keine Ahnung von der Natur. So, ich weiß nicht, von da kommen wir, glaube ich. Wo können wir hin, Abby? Bist du Abby? Es ist angeblich, musst du weiter dem Weg folgen und dann findest du irgendwo linksseitig so etwas. Der Weg muss ganz in der Nähe sein. Ah ja. Oh, ich weiß, wo wir sind. Tatsächlich. Komm her. Hier, halt mal. Sicher. Klar. Für was anderes bin ich nicht gut. Ernsthaft, jetzt setzt du dich dahin? Okay. Sie Der malt. Ausblick ist... Wow. Wow. Jetzt malt die erstmal. Und wir sollen hier existieren und warten, bis du fertig bist, Mädchen? Ernsthaft? Ein bisschen unhöflich, aber okay. Ich meine, ich würde ja wenigstens sagen, stört es dich, wenn ich hier kurz noch was zeichne? Mal mich, das ist echt gut. Oh, mal mich. Oh, sorry, ich will das nur kurz zeichnen. Ah. Klar, sorry. Ellie versucht sich zu konzentrieren. Ich mach das nur kurz fertig. Gott. Lass dir Zeit. Deswegen seid ihr zwei das langweiligste Pärchen von allen. Es sind alle irgendwie ein bisschen schräg. Ich meine, nee, war es nicht.
Yo, Lady! Hey, hörst du das? Hm? Ja, oh mein Gott. Ist vermutlich nichts. Nein, hör mal. Da ist irgendwas. Hört sich an, wie ich am Morgen, wenn ich aus dem Bett aufstehe. Oh, süß. Ja, yeah, it's cute. Geh weg da. So winzig. Mal das. Nicht anfassen! Bist du behindert? Ach, du dumme Sau, Alter. Oh mein Gott, er ist so... Du fasst doch keine Wildtiere an. Glaubst, was denkst du eigentlich? Die Leute sind alle so dämlich bei uns auch. Die Füchse sind mittlerweile so an Menschen gewohnt. Gewöhnt? Gewohnt? Ihr wisst schon, was ich meine. Rette Abby. Ha! Dass die Füchse einfach durch die... Lass den Scheiß! Du, was? Weißt du, lass den Scheiß nicht. So, er hat sie gerade gerettet, aus dem Weg gestoßen und sie ist so, oh, fuck you. Like, what the fuck? Noch nicht, Bro. Jetzt. Nein? Okay, gut. Weil ich glaube, in dem Moment, wo das Rote halt verschwindet, kannst du wieder Luft holen. Das war knapp. Was zum Scheiß ist daran so witzig, du dumme Göre? That's not funny. Vor allem, warum fasst du das Viech an überhaupt, du blöde Kuh? Oh, kleines Wildschweinchen. Oh, I hate you so much, stupid bitch. Fröhlich, scheiße, pedantisch, eine Sau trifft Mensch nicht oft. So eine Sau trifft man nicht oft. Das ist eben aktiv, das Ding, die Leute glauben halt irgendwie mittlerweile, weil sie so von der Natur entfernt worden sind, ja, dass eben solche kleinen Babys und alles so, ja, süß zum Kuscheln und sowas. Nein, es sind wilde Tiere, Mann. Nicht anfassen. Ah. Eigentlich hätte sie den Tod verdient. Oh, Alter. Aber dieser Arsch, Alter. Oh. Kannst du nicht lange böse sein. Wehe, ich habe jetzt noch was übersehen. Wehe, ich will diesen Hinweis haben, Leute. Wir sollten zurückgehen. Wehe, das cuttet jetzt weg. Weil dann habe ich es übersehen. Scheiße. Alter, ist das euer Scheiß ernst? Jetzt muss ich nochmal zurückgehen. Ah! Fuck! Hallo, Zukunftsclay hier. Ich habe die Wildkamera gefunden. Leider Gottes lässt das Spiel nicht zu, dass du selber speicherst. Daher musste ich alles noch einmal von vorne spielen. Ja, alle 3 Stunden. Es war ein wilder Ritt. Aber immerhin, es hat mir die Möglichkeit gegeben, ein paar Sachen zu finden. Nicht Hinweise sowas, sondern 2 Dinge. Und zwar das hier eben. Mit dem Jacob habe ich das gefunden. Und zwar Emmas Armband. Emmas? Die ist ja von dort nach da hinten gelatscht. Und ich war so, okay, cool, Weg gewählt. Und dann war ich so, ja scheiße, jetzt muss ich das natürlich aufnehmen, damit... Keine Ahnung, was das vielleicht im Nachhinein verändert, wenn da irgendwie später, keine Ahnung, sie so sind. Oh, schau, ich habe das gefunden für dich, wenn der Jacob sowas sagt, wisst ihr? Und dann denkt ihr euch, hä, wir haben das nie gefunden. So, nein, ich habe es gefunden, als ich nochmal alles von vorne gespielt habe. Also jetzt haben wir's. Und ja, die Spinne hat... Ja, hau bloß ab, Mann. Mich nicht erschreckt, aber bäh, hat die ausgeschaut. Und ich habe sie nicht getötet. Also ich bin ein guter Samariter. Und weiters sind wir mit dem, wie heißt denn der gute Mann? Gott, sind so viele Leute, aber er ist ja, keine Ahnung. Der mit der Abigail unterwegs ist, habe ich dieses kleine Bächelein gefunden, ja. Ganz schön. Wohin führt uns dieser Bach überhaupt? Wo führt der Bach? Zum See. Zum See. Ja, klar. Ah. Ich bin sogar, ist einfach nur eine kleine Zusatzcutscene und du kannst dir jetzt den Bach nochmal in Ruhe anschauen. Wenn ich da einmal hier um die Ecke gehe, also ich suche gerade nach der Wildkamera, das war ja auch... ich habe ein Video gefunden, das das gezeigt hat. Ich meine, es gibt sicher mehrere, aber das erste, beste, was ich gefunden habe, hat alles auf so schwarz gehabt, so dunkel, dass ich kaum gesehen habe, wo der im Wald hinlatscht.
Also hier siehst du nochmal schön den Bach. Jawohl. Und ja, weiter dann. Hier. Hier ist die Bildkamera. So, jetzt haben wir aber alle. Jetzt haben wir alle Hinweise da auch gefunden. Ist das eine Kamera? Und ihr seid auf dem neuesten Stand, was ich eingestellt habe. Ja. Abgesehen davon, alles zu editen. Macht Sinn. Habe ich auch gefunden. Wir lesen uns den Hinweis dann nochmal durch, weil ich habe das aufgenommen ohne Mikrofon. Ich habe einfach nur schnell alles nochmal durchgespielt und nur das Bild aufgenommen. Aber wir sehen uns gleich, lesen uns die Bildkamera durch und ja. Piep, piep. Immer dieses piep, piep. Wenn sie einblenden, was da, wo wir überhaupt sind. So, jetzt sind wir mit Caitlin unterwegs. Oh, wunderschön. Jetzt habe ich das Handy wieder und kann nichts damit anfangen. Und jetzt? Sie wartet ja auf ihre Leutchen. Oh, mit der ansehen, Foto machen. Oh, es ist schon sehr hübsch. Es ist schon alles sehr schön. Guck mal so. Das da. Hell yeah! Wow, I'm such a good picture maker. Hallo. Hey Caitlin, weißt du was? Wir haben Wildkameras gefunden. Er hat überall versteckte Kameras und einen Geheimraum. Ja, das auch. Das ist nicht. Wow, halt, bitte, was? Ja, ich weiß, es ist voll spannend, aber wir müssen uns zuerst noch durchlesen, was wir gefunden haben bei den Hinweisen. Blablabla. Wenn wir es finden, wo ist das überhaupt? Geschichte der Hacketts? Aha, Familie for the Rager Box. Was? Familie der Hacketts? Wildkamera? Eine in den Bäumen versteckte Wildkamera. Vielleicht eine reine Vorsichtsmaßnahme? Oder dient sie der Überwachung? Keine Ahnung, aber warum ist da... Warte, kann ich... Nein? Ah, X. Aha. Da war ein Rufzeichen statt einem Fragezeichen. Okay, auf dem ganzen Gelände gibt es Wildkameras, die Chris Hackett von einem Geheimraum in seinem Büro aussteuern kann. Es sieht aus, als ob er etwas sucht. Vielleicht seine verlorene Liebe, seinen Willen zum Leben. Ich suche nach vielem. Die passen zu den Plakaten dem Plakat im Wald. Was macht Chris Hackett damit? Hatte er irgendeine Verbindung zu Harum Scarum? Okay. Ja, weil die Andenken waren im... Achso, deswegen ist da überall... Die Andenken waren ja im... wo auch immer, im Lagerraum oder sowas, wo wir waren. Im General Store. Genau. Und dann haben wir eben im Wald auch schon ein Plakat gefunden gehabt. Also, Was immer diese Plakate auch in Chris Hacketts Besitz zu suchen haben, er muss wohl vergessen haben, diese abzunehmen. Dieses eine bestimmte da im Wald offenbar. Okay. Ja. Cool. Haben wir noch Hinweise, weil das so blinkt? Ist da noch irgendwas, was für mich interessant wäre? Ah ja, okay. Ja, aber das ist alles Geschichte des Camps. Aber der Chris Hackett, der ist ja auch Ranger, nicht wahr? Der ist ja auch hier beschäftigt im Wald. Kann ja einfach sein, dass er die Plakate abnimmt, weil Umweltverschmutzung oder weil die halt schon jahrelang hängen. Und nicht um irgendeine Verschwörung zu unterdrücken oder so. Irgendwas, keine Ahnung. Es kann ja einfach sein, dass er die abhängt, weil... Augen sind bläh. Die ganze Zeit sieht er uns. Hör schon auf, Mann. Er die hat nur Zeit. Wildkameras. Für die Wanderwege und so ein Zeug. Ja. Das findest du nicht. Das ist beruhigend. Damit das Gebiet checkt, Kids beschützt. Vermutlich beobachtet er die Wildtiere. Ihr seid ja total fantasielos. Und langweilig. Komm schon. Was geht hier so? Ist alles ready? Ist alles ready. Frustriert kein Netz. In dem Baumhaus war ein Licht. Ich meine, egal. Immer noch kein Netz. Im Baumhaus war ein Licht. Ich hätte das überhaupt nicht gesehen. Voll langweilig. Yep. Ich weiß nicht, ist vielleicht ein Satellit vom Himmel gefallen oder so? Was? Ja. Ist in den Wald gefallen und weckte somit die Hexe von Hecke. Okay. Ist euch eigentlich klar, dass wir uns nach heute vielleicht nie wiedersehen? Gott sei Dank, ich kann euch alle nicht leiden. Ich sorge nur für Stimmung. Nein, Spaß. Stimmung?
Emotionen, Vibe, weißt du? Apropos für Stimmung sorgen. Ich hab zu tun. Ach so. Okay, denn Playlists erstellen sich nicht selbst. Irgendwie ja doch, aber... Es fehlt noch Holz. Besorg es mir. Igitt, Wortwahl. Oh, das war Absicht. Igitt. Abby, Nick, gutes Timing. Wir haben Holz. Ja, und eine Wildkamera gefunden. Ich musste alles nochmal spielen. Das ist genug. Holzklötze haben wir schon reichlich. Wir hätten vielleicht mehr, aber da war eine Sau oder Bache. Aber Nick war super tapfer und hat sie abgewehrt. God fucking hell. Die Haxe von Hackett's Quarry. Ist denn wirklich alles okay? Niemand verletzt? Wir sind okay. Es war ja kein Zeitkampf oder so. Allerdings hat Nick eine... What am I supposed to do with this wound? Oh, erzähl. Sie stehen so awkward da. Yo. Speziallieferung. Da sitzt sie ja mit der Schubskarre. Oh, wow, was rennst du mit einer Knarre rum? Jetzt chill mal, okay? Ist ja nicht echt. Ich wollte auch eine mitnehmen als Dylan, aber Brian hat es mir nicht erlaubt. Okay, schön. Schön, wir packen sie weg. Danke. In meinen echt Anus. Lustig, du Arsch. Und wir bringen euch... Sie ist ja nicht geladen, noch nicht. ...bei der allerfeinsten Hackett's Quarry Grundnährstoffe. Nicht wirklich, Mann. Doch, wirklich, Mann. Pop, pop, peanut butter, butter pops. Pop, pop, pop them in your mouth. Pop. Ich dachte, dass die inzwischen vom Markt verschwunden wären. Hey, wahrscheinlich wegen giftigem Zeug, was da drin ist. Sind vergeben. Alter, du kannst mir die nicht einfach zeigen und mir verbieten, mich damit vollzustopfen. Komm schon. Emma, bitte reich mir die Flinte. Ich erschieße ihn jetzt. Wir schießen jetzt um die Wette. Natürlich, das hätte ich auch zuerst angenommen. Nein. Mann, komm, Mann. Entweder du wolltest doch ein paar Waren. Du wolltest sie haben. Und jetzt bist du so... Nein. Ich will mich aber dafür nicht anspielen. Keine gute Idee. Ich lasse euch Deppen sicher nicht mit einer Knarre allein. Ja, ganz ehrlich, du kannst dir so leicht in den Fuß schießen. Okay, das wird ein Spaß. Okay, also du und ich. Und ein Wettschießen. Erster Preis? Peanut Butter Butter Pops. Ganze Ladung. Alter. Warum teilt ihr sie nicht einfach? Nicht so wichtig, hä? Wirst schon sehen. Jawohl! Jacob, her mit dem Ding. Los. Es ist ja nicht geladen. Okay, pass du auf uns auf. Leite objektiv die Party. Okay, die eigentliche Party startet hier, Jacob. Okay, die Hauptparty jetzt, wird jetzt schon weitergehen. Jetzt lädt sie es doch gerade. Quest. Komm schon. Bitte. Sind wir überhaupt schon alle? Na gut. Sind es alle da? Letzter Aufruf zum altmodischen Wettschießen. Da hinten ist eine Lichtung, da können wir es machen. Aber... Da können wir es machen. Wenn es anfängt, ist es sofort zu Ende. Okay. Jawohl. Hast du ihn gerade voll in die Eier geschlagen? Was ist nur los mit euch Kerlen? My God. Okay, also, ich sag's dir nur, ich war Meisterschütze. Erstklassig. 3 Jahre in Folge, Ranghöchster im Camp jedes Jahr. Ich sag dir also, du Loser wirst verkacken, Nick. Also gib jetzt auf und möglicherweise kriegst du einen Peanut Butter Butter Pop als Gift. Niemals. Du hast nie gesehen, wie ich schieße. Mach doch einfach halbe-halbe. Ich glaube, wenn ich gewinnen würde, würde ich trotzdem einfach halbe-halbe machen. Okay, Jungs, ich muss euch da unterbrechen. Oder so Dreiviertel-Viertel. Aber wenn wir gleich auf dem Schießstand sind, gelten meine Regeln, okay? Und was ich sage, gilt, alles klar? Okay, gut. Ich muss uns Ziele und Patronen besorgen. Rührt euch nicht vom Fleck, bis ich wieder zurück bin. Ich dachte, die Patronen haben wir mitgebracht. Warum musst du jetzt Patronen holen? Bin immer hot, Jämmerling. Okay, danke, bye, bye. Und, wie war deine Zeit zu zweit mit Abby im Wald? Und deine Zeit mit Emma? Es war okay, hoffnungsvoll. Die Musik? Mann, ja, keine Ahnung. Deine Zeit mit Emma? Schön. Und deine Zeit zu zweit mit Emma? Oh, Alter, unglaublich. Sie ist total verknallt in mich. Klar. Aber, fehlt nur noch eine Lösung für das Fernbeziehungsding. Er tut mir irgendwie leid. Also, er ist ja ein netter Kerl. Ich meine, du könntest fragen. Er ist ein echt lieber Typ.
Also, das wär, ist bestimmt ein extrem treuer Freund, nicht nur auf romantischer Basis, sondern einfach als Kumpel, habe ich das Gefühl, kann mich auch irren. Aber ist ein netter Typ. Ich meine, nicht meiner, aber er verdient ein bisschen Glück. Geschossen wird auf das linke Ziel. Nick zuerst, dann ist Jacob dran. Lasst den Finger weg vom Abzug, bis ihr schussbereit seid. Alles klar? Ei, ei. Okay. Zwei Dinge. Denkt an die Streuung. Ich dachte gerade, sie sagt Steuerung. Ich war so. Flinte, kein Scharfschützengewehr. Aha, das Licht aha. zeigt euch, wohin ihr zielt. Klar. Das weißt du, wenn das Licht angeht. Mit R ansehen, R2 schießen. Also aufs linke, ne? Fuck. Ein Punkt. Was? Wirklich? Das. Okay. Okay, wir sind zu weit weg, um richtig was auszurichten. Gehen wir näher ran und zerfetzen sie gründlich. Ich habe doch überhaupt nicht getroffen. Ist das Spiel einfach nur nett zu mir und ist so... Pity Points. Okay, Nick. Jetzt wird's ernst. Was soll ich denn zerschießen? Ist es egal, was ich zerschieße, oder... Kann ich die Flaschen einfach... Schöner Schuss. Weil sie ja von Streuung geredet haben. Bam! Glück. Es ist nicht so schwer. Du zielst wohin und boom. Noch eine Melone. Hell yeah! That's your head. Gut so, Nick. Okay. Zeig, was du kannst. Okay. Okay, vielleicht guckst du jetzt besser weg, Nick. Sonst Weil ich mir deinen Kopf vorstelle, wenn ich ziele. Okay, okay. Halt die Klappe und schieß, Jacob. Ich dachte, du wärst Ultra-Elite-Profi. Wie kannst du daneben schießen? Okay, Alter, pass doch auf. Wow. Schießt dir gleich noch jemanden? Nee, ist okay. Er hätte mich eh nicht getroffen. Hey. Hohoho. Okay, was? Nein. Butterpops Jinga. Sorry, Jacob. Besser geschossen. Butter geschossen? Hey, das ist mit der Zunge, aber... Ihr seid beide gemein. Oh! Oh, das war jetzt... Oh. Wir haben seine Gefühle verletzt. Bam. Ihr dachtet, das wär's. Was so? Wow. Pop, pop, Peanut Butter, Butter Pops. Ja, aber du hast ihn nur dreimal oder so schießen lassen. Also, von daher hast du nicht gewonnen. Weil ich meine, du hast viermal geschossen. Also natürlich hast du da mehr Punkte. Unserer hat ja nur dreimal geschossen, von der Entfernung aus. Cool. Das ist einfach nur so ein kleiner Abstecher. So, hey, es kommen auch Waffen hier drin vor, du kannst damit schießen. Ich frage mich, ob du das immer machen kannst. Also, ob das immer passiert oder ob du es eben auswählst, wenn sie sagt nein. Aber ich meine, ich habe ja auch ausgewählt, dass sie sagt, oh, ich lasse euch nicht allein mit dem Ding oder sowas, oder? Wurscht. Gott sei Dank. Okay. Neue Idee. Partyspiel, Partyspiel. Vielleicht sehen wir uns nach heute Nacht nie wieder. Lasst uns was machen. Was schwebt ihr denn vor? Wie wär's mit Ultimativregeln für Wahrheit oder Pflicht, Ruf oder Ehre? Also Ruf oder Ehre? Okay, alles klar. Jemand fragt dich, Ruf oder Ehre? Dann wählst du und dann machst du's. Und zwar ohne Wenn und Aber. Es ist also Pflicht. Ja, like, du hast nur die Namen geändert. Also auch... Richtig mit Küssen? Wenn Warum kommt auch, das immer ja. vor? Und bei solchen Partyspielen so, haha, immer küssen. So. Ja, yeah, whatever. Wenn du dran bist, aber gut, wer darf denn zuerst? Das war meine Idee, also... Abigail. Ruf oder Ehre? Ruf. Lieber mal smooth bleiben. Ruf oder Ehre ist so doof. Na gut. Ruf oder Ehre. Hast du je mit irgendwem gepennt? Oh,
Also jetzt auf sexuelle Weise oder als Übernachtungsunterbrechen? Wer unterbricht? Der Brian. Ich spiele jetzt den Ryan. Also würde der Ryan unterbrechen, nehme ich an? Nö, der unterbricht nicht. Du musst da durch, Mädchen. Wir alle. Hast du je mit irgendwem gepennt? Hier im Camp? Nein. Nope. Sorry. Okay, Abby, du bist dran. Ah, das ist langweilig. Na gut, okay. Oh Gott. Ryan ist so. Mach schon, Mann. Stoic. Okay, okay, Ich weiß nicht. Kommt da mal was? Ding, ding, ding. Zu spät. Nächster. Oh, thank God. Ryan. Ruf oder Ehre? Ehre immer her damit. Bin ganz offen. Ich glaube, Ehre, ne? Ist so. Immer her damit. Dare? Okay, also, Ryan. Du kriegst mal was Neues. Ich bin gespannt. Ich gebe dir eine Wahl. Und ich sage, du küsst entweder Caitlin oder Dylan. Wow. Dylan! Komm, komm, komm. Schätze, beide wären nicht übel. Dylan. Sorry, nicht meine Regeln. Darf ich wählen? Ich meine, ich spiele ihn, oder? Ich darf wählen. Dylan! Ja! Dylan, los, komm. Immer gerne zu Diensten. That was cute. Woohoo! My guys. Ich glaube, sie steht nämlich auch auf den Ryan. Aber London, du bist schwerreiche Erbin. Du kommst drüber hinweg. Okidoki, wen nehme ich? Mein ich Schatten. Und Jacob waren noch nicht dran. Okay, küsst ihr zwei. Caitlin oder Jacob? Ach, die Dame mal. Caitlin. Abwechselnd. Was ne? sagst du? Kerl, Dame, Kerl, Dame. Ruf. Ja, ist in Ordnung. Ja, ruf. Mal sehen. Hattest du was mit Jacob? Was wolltest du als Kind werden? Nein, das ist langweilig. Als Kind werden ist ja wurscht. Du und Jacob kennt euch schon ewig, oder? Seid ihr Kinderrat? Leider ja. Kackfrage, Bro. Voll vergeudet. Und seid ihr je richtig zur Sache gekommen? In der Mittelstufe habe ich mit Jacob Zungenküsse geübt. Aber weiter sind wir nie gegangen, denn er ist ein grottiger Küsser. Als hätte ich meinen Bruder geküsst. Lieb dich trotzdem. Oh, hab dich lieb. Oh. Das ist wahre Brüder- und Schwesterliebe. Ehre. Aber nicht aller Alabama. Emma. Also du küsst... Was ist denn mit diesem Küssen hier eigentlich? Warum ist das das Einzige? Warum ist keiner so, oh, trink das auf Ex oder spring in den See? Nick. Na dann. Ja, sorry, Nick. Da hast du keine Schnitte. Das ist eine todsichere Sache. Ist vielleicht keine gute Idee. Ich nehme Nick. Oh, du kleine Hure. Das ist halt richtig scheiße von ihr, weil sie weiß, dass Abigail auf Nick steht. Und sie weiß, dass der Jacob Gefühle für sie hat. Sie macht das einfach nur, weil... Es reicht. Ich meine, komm schon. Es reicht. Okay, danke. Hätte sie nicht einfach sagen können, so, ich meine, ich weiß, dass sie dem Jacob danke nicht irgendwie Hoffnungen geben möchte oder sowas. Und das wäre irgendwie, weil sie was hatten und blablabla. Aber... Oh, bitch, what the fuck? Ich meine, du hättest einfach sagen können, nein, mache ich nicht. Meine Freundin Arschloch. Ey, er hat nichts gemacht. Sie hat nichts gemacht. Hey, ich bin niemandes Freundin. Fick dich doch, nur ein Spiel. Ja, fuck, war's echt nicht. Sei doch nicht böse auf ihn, Jacob. Emma, genau deswegen bist du beim ersten Mal gestorben. Mal nachgehen. Weil sie so einen Scheiß anstellt, habe ich sie einfach sterben lassen. Gut gemacht. Wer hat die Frage gestellt? Hat jemand Lust auf ein Schachspiel? Was? Schach,
Yep. Okay, that's awkward. Und wieder die epische Musik. Verdammt. Scheiße! Weil sie sich aufgeteilt haben oder weswegen sind sie jetzt angefressen? Die Oma! Da bist du ja. Hi. Ich bin wie immer entzückt, dich hier zu sehen. Ja, ich kann nicht dasselbe behaupten. Was bringst du mir mit? Wie ich sehe, hast du keine weiteren Karten. Doch, du kehrst zu mir zurück. Wieso könnte das sein? Ja, weil ich den... keine Ahnung. Kann so leider gar nichts tun. Okay. Und dann bring sie her zu mir. Bitch, what the fuck? Mein Kind. Ja, immer urfreundlich dann am Schluss, aber eigentlich ist sie mega angefressen. Das ist das erste Mal gewesen. Geheimes bleibt verborgen. Wir haben ja keine Karte, weil wir in die andere Richtung gegangen sind. Wo du die Hinweise findest, in der Schattenlichtung. Und wie ich bereits damals gesagt habe, auf der anderen Seite findest du die Tarotkarte. Haben wir nicht gemacht. Sorgt dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließt die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Die Hexe von Hackett's Quarry. Hörst du das auch? Mhm. Sehen wir nach? Mhm. Ah!